بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine sehr geehrten Geschwister, wir machen inshallah ta'ala heute weiter, bi'iznillahi azza wa jal, mit unserer Reihe über die Prophetengeschichten. Und wir hatten in der letzten Woche über einen weiteren Teil im Leben Adams und Hawas alayhi as-salam gesprochen gehabt und somit auch im Leben unserer beiden Vorfahren, was uns ganz konkret betrifft. Und wir hatten in der letzten Woche ein sehr wichtiges Thema angesprochen gehabt. Und zwar das Thema der sogenannten Ursünde. Der sogenannten Ursünde, die im Deutschen häufig als Ursünde bezeichnet wird. Das heißt, der ersten Sünde, welche begangen wurde. Wo sich natürlich immer auch eine Frage stellt, inwiefern es wirklich eine Sünde gewesen war. Ob man es als Sünde bezeichnen kann oder nicht bezeichnen kann. Wir hatten letztes Mal auch darüber gesprochen gehabt, weil Adam alayhi salam ja als Prophet gilt und Propheten in diesem Sinne eigentlich ma'asum sind. Das heißt, eigentlich geschützt sind vor Fehlern oder vor Sünden. Und wir müssen hier natürlich hinzufügen, dass Adam alayhi salam, wie es Allah ta'ala gesagt hat, وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Kleinen Moment, wo ist diese Ayah? Das habe ich gerade die Ayat vergessen. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا in Surat Taha. وَلَقَدْ أَعْهِدْنَا إِلَىٰ آدَمٍ مِّنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Und wir hatten bereits zuvor Adam eine Verpflichtung auferlegt, aber er vergaß sie und wir fanden bei ihm keine Entschlossenheit. Mit anderen Worten, dass Adam alayhi salam, das was er getan hat, nicht mit Absicht getan hat, nicht vorsätzlich getan hat, sondern weil er in diesem Moment vergessen hatte das, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihm verlangt hatte, nämlich nicht von diesem Baum zu essen, den Allah subhanahu wa ta'ala für sie verboten hatte. Und wir hatten das letzte Mal auch über eine sehr wichtige Frage gesprochen gehabt, nämlich dieses Paradies, in dem Adam alayhi salam gewesen war, handelt es sich hierbei um ein Paradies oder um das Paradies, welches wir Menschen am jüngsten Tag betreten werden, also Jannatul Khuld, das Paradies der Ewigkeit, oder handelt es sich vielmehr um ein Paradies, welches Allah Ta'ala extra für Adam erschaffen hat, entweder im Himmel oder auf der Erde. Entweder im Himmel oder auf der Erde. Und wir hatten auch aufgezeigt gehabt, dass es diesbezüglich unterschiedliche Meinungen gibt und dass die Gelehrten hier auch unterschiedlich argumentiert haben, ob es sich um ein Paradies auf der Erde oder im Himmel gehandelt hat, welches Allah extra für Adam alayhi salam erschaffen hatte, oder ob es sich wirklich um Jannatul Ma'wa, Jannatul Khuld handelt, welches die Gläubigen am jüngsten Tag betreten werden. Unterschiedliche Auffassungen. Am Ende halte ich diese Diskussion nicht für wirklich weiterführend. Das heißt, sie bringt uns nicht wirklich weiter. Sondern es gehört eindeutig zum was? Es gehört eindeutig zum Raib. Zum Verborgenen, zu dem Wissen des Verborgenen. Und wenn es eine wichtige Angelegenheit wäre, ob nun Adam alayhi salam in dem Paradies war oder ob er in einem anderen Paradies war, dann hätte Allah subhanahu wa ta'ala das sicherlich deutlicher zum Ausdruck gebracht. Aber am Ende machen wir in dieser Hinsicht einfach eine Sache, die die Gelehrten als Tawakkuf bezeichnen. Tawakkuf heißt, wir bleiben stehen. Wir fangen nicht an, darüber lange zu diskutieren. Man kann vielleicht dafür und dafür Argumente finden. Aber es handelt sich um eine Sache, wo wir uns nur auf die Offenbarung stützen können. Und die Offenbarung ist diesbezüglich nicht eindeutig. Also überlassen wir das Wissen diesbezüglich wem? Überlassen wir das Wissen diesbezüglich Allah subhanahu wa ta'ala.
Wir haben also dann auch aufgezeigt gehabt, was der Unterschied ist zwischen der Geschichte von Adam und Hawa in der Bibel, also im Alten Testament, und zwischen der Geschichte von Adam und Hawa im Koran. Und wir haben einige feine Unterschiede herausgearbeitet. Was heißt feine Unterschiede? Eigentlich sind das grundlegende Unterschiede. Hat jemand von euch noch einige der Unterschiede im Kopf, die wir aufgezeigt hatten, zwischen der Geschichte im Alten Testament und zwischen der Geschichte im Koran? Ja. Im Alten Testament wurde gesagt, dass eine Schlange zu Hawa gegangen ist und sie ins Ohr gebissen hat, dass sie sozusagen davon essen soll. Und sie hat dann sozusagen Adam dazu geführt. Und im Koran ist es der Shaitan. Richtig. Also im Alten Testament eine Schlange, also wirklich das Tier selbst. Auch wenn wir natürlich gucken müssten, wie das jetzt die Babel-Exegeten dann konkret interpretiert haben. Aber zunächst erst einmal wörtlich ist es eine Schlange. Während im Koran es wörtlich wer ist? Der Shaitan selbst. Das ist nochmal ein gewaltiger Unterschied. Ja, das ist das eine. Was noch? Wir hatten noch andere Unterschiede herausgearbeitet gehabt, die wirklich auch wichtig sind für unser, sage ich mal, unsere Sichtweise auf Adam, auf Hawa alayhi salam, auf die Stellung der Frau. Was hatten wir noch herausgearbeitet gehabt? Oder welche Unterschiede haben wir noch bemerkt gehabt in dieser Geschichte, Herr Hassan? Beide wurden ja verführt bei uns, also bei uns sagen beide verführt, bei denen nur einer. Genau. Also Allah Ta'ala, er spricht im Koran immer wieder von beiden. Immer wieder im Dual. Das ist auch sehr schön aufgezeigt gehabt an den verschiedenen Stellen. Oder gerade in Surat Al-A'raf spricht Allah Ta'ala über beide. Während im Alten Testament es die Frau gewesen ist, der die gesamte Last auferlegt wird. Und sie wird dafür auch bestraft, nämlich indem sie dann Leiden ertragen soll während der Schwangerschaft. So schreibt es zumindest die Bibel. Im Koran finden wir so etwas nicht. Im Koran ja, sind beide dafür verantwortlich oder Adam alayhi salam. Also Allah Ta'ala erwähnt entweder beide oder er erwähnt Adam. Er erwähnt beide, um aufzuzeigen, beide haben einen Fehler gemacht. Aber er erwähnt auch Adam alayhi salam, um aufzuzeigen, dass er auch die Hauptverantwortung getragen hat. Weil er nämlich auch verantwortlich ist für seine Familie. Das ist nochmal ein gewaltiger Unterschied zu dem, was wir im Alten Testament finden. Gut, wir hatten ebenfalls gezeigt gehabt, dass es einen Unterschied gibt bezüglich der Stellung des Baumes. Was ist denn der Baum im Koran, der verboten ist? Oder was für einen Baum handelt es sich? Und um was für einen Baum handelt es sich im Alten Testament? Im Koran handelt es sich um Shajaratul Khuld, aw mulkin la yabla. Dem Baum der Ewigkeit, dass man ewig lebt, oder eine Herrschaft, die niemals vergehen wird. Oder eine Herrschaft, die niemals vergehen wird. Das heißt, der Shaitan, er hat versucht, sie in die Irre zu führen und ihnen mit der Dunya im Grunde genommen, mit der Dunya versucht, sie vom richtigen Weg abzubringen. Wie es der Shaitan auch heutzutage tut. Der Shaitan versucht genau das zu tun. Er versucht, dir bestimmte Dinge vorzugaukeln. Wenn du das tust, dann wirst du erfolgreich sein, dann bist du reich, etc. Ja? Du bist machtvoll. Und auf diese Weise vergessen die Menschen dann die Gebote Allah subhanahu wa ta'ala. Und genau diese Methode hat der Shaitan im Koran angewendet. Während im Alten Testament ging es so was um die Erkenntnis. Es ging eigentlich um einen Baum der Erkenntnis. Aber die Erkenntnis an sich ist ja etwas Positives. Die Menschen sollten sogar nach Erkenntnis streben, nach Ma'rifa. Uns damit beschäftigen, auseinandersetzen. Darin sehen wir auch nochmal einen sehr, sehr gewaltigen Unterschied, ja, zwischen dem Alten Testament und zwischen dem Koran. Und dann haben wir noch etwas anderes Wichtiges aufgezeigt gehabt. Und zwar, was ist konkret geschehen, nachdem sie dann von diesem Baum gegessen haben? Was passiert? Was geschah? Ich weiß gerade nicht, welche bei Koran noch in der Bibel, im Alten Testament war. Nee, ich meine, genau, wir reden jetzt wieder vom Koran, inshallah. Was geschah? Wurden auch die Erde nackt? Noch nicht. Sie wurden entblößt. Ja, sie standen nackt da plötzlich. Und wir hatten das aufgezeigt gehabt und auch gezeigt, warum das so ist. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Im Paradies mussten sie sich um nichts kümmern. Im Paradies wurde ihnen alles gegeben. Selbst die Kleidung. Sie hatten ja auch noch gar keine Erfahrung mit Arbeit gehabt, woher auch. Sie haben es ja nicht gelernt. Ich meine mal ganz ehrlich, wenn man heute von dir verlangen würde, nimm mal bitte ein Kleidungsstück und du hast noch nie nähen gelernt oder noch nie eine Nadel gesehen in deinem Leben,
ja, dann würdest du dich auch schwer tun. Und zwar sehr schwer tun. Ja? Und Adam alayhi salam und Hawa, sie hatten ja noch gar keine Erfahrung gehabt. Sie hatten ja keine Vorbilder gehabt. Sondern sie hatten alles zur Verfügung gestellt bekommen gehabt. Es ist genauso wie jemand, der bei seinen Eltern aufwächst und die Mutter bekocht ihn jedes Mal, immer wieder bekocht sie. Und dann steht er plötzlich von einem Tag auf den anderen allein. Er wird nicht kochen können, weil er es nie gelernt hat. Der wird sich immer von draußen was kaufen, aber der wird niemals selbst kochen. Außer er interessiert sich sozusagen dafür. Und Adam alayhi salam und Hawa, sie hatten alles, was sie brauchten im Paradies. Sie mussten sich um nichts kümmern. Ein sorgenfreies Leben. Alles war da gewesen. Und jetzt widersprechen sie dem Gebot Allahs und Allah Ta'ala, er zeigt ihnen auf, gut, jetzt sollt ihr euch um eure Dinge selbst kümmern. Und in diesem Moment werden sie entblößt, subhanallah. Und vor lauter Panik, weil sie jetzt plötzlich nackt sind, nehmen sie die Blätter des Paradieses und versuchen sich die Blätter irgendwo an ihren Körper zu kleben, um geschützt zu sein. Um sich zu schützen, ja, vor dem Anblick der anderen. Dass sie einander anschauen, die haben sich geschämt, und dass auch die anderen Geschöpfe im Paradies sie anschauen. Und hier finde ich nochmal ein wichtiger Aspekt, subhanallah. Ich habe ja auch einige von euch die Diskussionen jetzt in den letzten Tagen über den Hijab etc. mitbekommen. Einige nicken, ich habe sehr, sehr lange Diskussionen. Und das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar die Grundhaltung des Korans. Die Grundhaltung des Korans, schon mit der Geschichte von Adam alayhi salam, ist welche? Dass der Mensch seine Blöße bedecken soll und nicht umgekehrt. Dass der Mensch seine Blöße bedecken soll und nicht umgekehrt. Ein sehr wichtiger Punkt. Und ich glaube, dieser Aspekt, der kommt viel zu kurz in dieser ganzen Debatte. Was ist eigentlich die Grundeinstellung? Man kommt dann an mit, und wir werden im Übrigen, nur vielleicht auch da so nebenbei, wir sind gerade daran, sozusagen dabei, auch diese einzelnen Argumente, die dann erwähnt wurden, die man dann vielleicht in dieser Kürze und auf Instagram nicht besprechen konnte, nochmal wirklich einzeln zu nehmen und auch nochmal dann wirklich auch zu schauen, wie stichhaltig sind eigentlich diese Argumente. Wie beispielsweise der Hijab, er wurde nur erlassen, ja, um zu unterscheiden zwischen einer freien Frau und zwischen einer nicht freien Frau. Was völliger Blödsinn ist. Was ist denn mit einem freien Mann und einem nicht freien Mann? Ja, ein Mann, nicht freier Mann, muss ja keinen Hijab tragen. Es ist einfach eine damalige gesellschaftliche Angelegenheit gewesen, die erstmal nichts mit dem ursprünglichen Hijab zu tun hat. Zumal Ayatul Nur, ja, wo es um den Hijab geht, vor der Ehe offenbart wurde in Surat al-Ahzab, ja, wo es sozusagen darum geht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den gläubigen Frauen und seinen Ehefrauen und seinen Töchtern sagen soll, ja, dass sie noch einen Jilbab tragen sollen. Das heißt, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ja. Das bespricht eher bestimmte historische Hintergründe. Ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Und ja, es mag sein, dass es da Unterschiede gab, ja, in der Kleidung zwischen freien Frauen und nicht freien Frauen. Aber das hat nichts mit der grundlegenden Frage zu tun, ob nicht eine Frau in der Öffentlichkeit ihre Blöße zu bedecken hat, so wie es Allah subhanahu wa ta'ala von ihr verlangt hat in Ayat Nur, ja, wo Allah ta'ala klar und deutlich zu den muslimischen Frauen sagt, ja, sie sollen nur das von ihrer Sehne zeigen, was ohnehin zum Vorschein kommt. Und es wurde ganz klar interpretiert, das Gesicht und die Hände. Ja, und sie sollen dann ihr Kopftuch nehmen und es über ihren Ausschnitt werfen. Ja, das ist aber nochmal eine andere Diskussion, die jetzt nicht direkt was mit unserem Thema zu tun hat, aber es gibt dieser Hinweis, ja, dieser Hinweis, sie wurden entblößt, ja, und sie haben versucht, sich was zu bedecken. Sie haben versucht, sich zu bedecken. Ja, das ist die Fitra des Menschen. Die Fitra des Menschen. Jetzt können einige argumentieren und sagen, ja, aber es gibt auch Völker, die leben halbnackt oder so ganz nackt. Ja, das mag sein. Aber wer sagt denn, dass das die Fitra ist? Wer sagt denn, dass das die Fitra ist? Ja? Und genau das ist der Aspekt. Die Menschen können nämlich auch von der Fitra, mit der Allah Ta'ala sie erschaffen hat, abkommen. Und Allah Ta'ala, er zeigt uns, was die Fitra von Adam und Hawa gewesen ist. Die gesunde Fitra, nach der wir doch alle streben, oder? Das ist doch das, wonach wir streben. Ja? Ich meine, es gibt viele Bräuche auf dieser Welt, die wir nicht gutheißen. Ich meine, es gab Völker, die haben Kannibalismus betrieben. Soll ich es gutheißen, nur weil es Kannibalismus gab? Oder sagen, ja, es sind auch Naturvölker gewesen und deswegen ist das gut, oder wie? Ja? Also nicht alles, was gemacht wird, ist immer gut. Die Offenbarung ist dazu da,
um uns aufzuzeigen, was von den Bräuchen akzeptabel ist und sogar gut ist und bestätigt werden kann und was falsch ist. Dazu ist die Offenbarung da. Weil sonst bräuchten wir die Offenbarung nicht. Wozu erzählt uns Allah das alles? Damit wir wissen, was unsere Fitra ist. Damit wir zurückkehren zu dem Ursprung. Und nicht, dass wir sagen, ja, die Gesellschaften haben sich so entwickelt und es gab Gesellschaften, wo auch muslimische Frauen sich nicht bekleidet haben. Ja, oh gut, ist das deswegen richtig? Es gibt auch heute viele Gesellschaften, wo Zina Normalität ist. Ist es jetzt richtig, dass es Zina gibt? Soll ich jetzt Zina für erlaubt erklären? Manche sagen ja. Es gibt manche, die dann darauf geantwortet haben und die genauso argumentiert haben. Ja? Manche sind der Auffassung, ja, wir müssen alles akzeptieren. Alle, ja, Wandlungen innerhalb der Gesellschaft müssen wir akzeptieren. Dann kommen dann Sachen wie, ja, einer, ich will jetzt keinen Namen hier nennen, mache ich jetzt nicht, sowas tue ich nicht, ja, hat dann geschrieben, heute noch, das sind so Leute, die auf diesem, ja, sehr, weiß ich nicht, liberalen Weg sind, haben gesagt, ja, aber es gab doch dies und jenes. Ich meine, und kommen dann mit irgendwelchen, auch aus der muslimischen Geschichte, irgendwelchen Anekdoten und Überlieferungen, was am Kalifenpalast geschehen ist, dass auch die Dichter dort irgendwelche homoerotischen Gedichte geschrieben haben. Ja, ist das deswegen richtig? Nur weil es geschehen ist, heißt das, dass das deswegen richtig ist? Also nur weil etwas historisch geschehen ist, bedeutet das, dass es deswegen richtig ist? Nein. Ja? Sondern was ist der Maßstab für richtig und für falsch? Was ist der Maßstab? Der Maßstab für richtig und falsch ist Qala Allah und Qala Rasul. Wenn es dann in der Menschheitsgeschichte oder auch in der muslimischen Geschichte Abweichungen davon gibt, kann ich dann das als Beleg dafür nehmen, dass diese abweichende Handlung nun eine Norm für mich als Muslim ist, für richtig und falsch? Nein. Alles, was nach dem Tod des Propheten Sausen geschehen ist, ist keine Norm. Sondern wir müssen es mit der Norm vergleichen und gucken, okay, was sagt denn die Norm? Und wenn es von der Norm abgewichen ist, dann müssen wir sagen, das ist falsch gewesen. Selbst wenn es Muslime gemacht haben. Das ist falsch gewesen, selbst wenn es Muslime gemacht haben. Dieser ganze Prunk, den wir hatten dann bei den Kalifen, den abbasidischen Kalifen, den umayyadischen Kalifen, ist das die richtige Einstellung gewesen? Oder ist das eher falsch gewesen? Was ist der Maßstab? Was ein abbasidischer Kalif gemacht hat? Oder was der Prophet gemacht hat? Sallallahu alaihi wasallam. Was ist der Maßstab? Die Antwort ist klar. Und wenn die Leute kommen, ja, aber guck mal, auch Muslime haben so gelebt. Ja, schön. Sie haben so gelebt, aber das heißt doch nicht, dass es deswegen unser Maßstab ist. Für gut und für falsch. Muslime haben sich gegenseitig die Köpfe eingeschlagen. Super. Und deswegen müssen wir uns gegenseitig die Köpfe einschlagen, weil sich Muslime die Köpfe eingeschlagen haben. Muslime haben sich gegenseitig unterdrückt, haben sich gegenseitig verfolgt. Haben dies und jenes getan. Ist das unser Maßstab für richtig und falsch, was Muslime gemacht haben? In der Geschichte irgendwann einmal? Oder auch noch in unserer heutigen Zeit? Die meisten muslimischen Länder sind Diktaturen. Die meisten. Oder Militärregime. Heißt das, dass deswegen unser Maßstab ist, dass jetzt sozusagen das der Islam ist? Dass wir nach Militärregime streben müssen, weil das in den meisten islamischen Staaten der Fall ist? Verkehrte Welt. Wie argumentiere ich? Ich argumentiere als Muslim erst einmal, was will denn eigentlich Allah? Und versuche danach zu streben. Und nicht umgekehrt, dass ich sage, ja, aber schau mal, es gab mal solche eine Zeit und das ist jetzt unsere Norm. Verkehrte Welt. Aber leider, ja, ist das eine große Fitne heutzutage. Und es gibt viele Muslime heutzutage, die darauf reinfallen. Wala hawla wala quwwata illa billah. Viele Muslime, die das gut finden, sagen, ja, so muss das sein. Ja, und sich lustig machen über bestimmte Dinge. Kommen wir zurück, insha'Allah ta'ala, nun zu unserem wichtigen Thema. Und zwar zu Adam alayhi salam. Sie haben jetzt von diesem Baum gegessen. Sie wurden sozusagen entkleidet, haben jetzt versucht, mit allen Mitteln, sich Blätter an den Körper zu kleben, damit sie nicht entblößt sind. Und jetzt stellt sich natürlich eine ganz wichtige Frage. Und zwar, wie geht das weiter? Wie geht das weiter? Es ist die erste Sünde, der erste Fehler, das erste Mal, dass ein Mensch überhaupt einen Fehler macht und eine Sünde begeht. Adam a.s. weiß doch überhaupt nicht, was er tun soll. Er ist völlig überfordert. Er weiß es einfach nicht. Er hat bisher im Einklang mit den Geboten Allahs gelebt. Und jetzt hat er eines der Gebote überschritten. Und deswegen, was sagt Allah Ta'ala? Hier jetzt in Surat Taha. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَالطَّفِيقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى
So aßen sie beide davon, also vom Baum. Und da zeigte sich ihnen ihre Blöße offenkundig. Und sie begannen, Blätter des Paradiesgartens auf sich zusammenzuheften. Und so widersetzte Adam sich seinem Herrn und da fiel er in Verirrung. Also er hat einen Fehler gemacht, ganz klar. Und jetzt sagt Allah Ta'ala folgendes. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. Hierauf erwählte ihn sein Herr und so wandte er sich ihm Reue annehmend zu und leitete ihn recht. Okay, was ist jetzt ganz konkret geschehen? Allah hat ihn auserwählt. Auserwählt dafür, dass er jetzt als erster Mensch überhaupt erfährt, wie man überhaupt Reue tut. Wie kehrt man jetzt zu Allah Ta'ala zurück? Allah hat ihm das aufgezeigt. Und Allah Ta'ala, er sagt in Surat Al-Baqarah diesbezüglich folgendes. Und zwar, فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Da empfing Adam von seinem Herrn Worte. Und darauf nahm er seine Reue an. Er ist ja der Reueannehmende und Barmherzige. Was sind ganz konkret diese Worte, die Allah Ta'ala jetzt Adam alayhi salam eingegeben hat, die Adam regelrecht empfangen hat wie eine Offenbarung? Er war ja ein Prophet, er war ein Nabi gewesen. Und er empfängt jetzt Worte. Was sind diese Worte? Und zwar Allah Ta'ala, er bringt ihm jetzt bei, was er zu sagen hat, damit Allah Ta'ala seine Reue annimmt. Und zwar sind das die Worte, wie es die Mufassirun gesagt haben. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. O unser Herr, wir haben uns gegen uns selbst Unrecht getan. Und wenn du uns nicht vergibst und dich unsere erbarmst, so gehören wir zu den Verlierern. Das heißt, Allah Ta'ala, er hat Adam alayhi salam gezeigt, wie man Tauba macht. Und nicht nur Adam, sondern auch Hawa. Deswegen auch im Plural, wir haben beide Unrecht getan. Sie führen das wieder auf sich beide zurück. Und Allah Ta'ala, er hat uns auch gezeigt, wie wir bereuen. Das heißt, nicht nur Adam alayhi salam, sondern er hat jedem Einzelnen von uns gezeigt, wie wir nun zu ihm zurückkehren können. Und das, was für Adam galt, geht auch für uns. Jeder Einzelne von uns hat die Möglichkeit, Reue zu tun. Jeder Einzelne von uns hat die Möglichkeit, Taube zu machen. Was bedeutet eigentlich das Wort Taube? Taube bedeutet Rückkehr. Taube Yatub heißt, ich kehre zurück. Ich kehre zurück zu meinem Ursprung. Was ist der Ursprung des Menschen? Dass er im Einklang mit den Geboten Allahs steht. So wie Adam alayhi salam im Paradies. Das tut, was Allah Ta'ala von ihm verlangt hat. Er steht im Einklang mit dem Rest der Schöpfung. Das ist sein Ursprung. Ich kehre zu Allah zurück. Und hierfür hat uns Allah Ta'ala aufgezeigt, wie wir das tun können. Und das allererste, was ich tun muss als Muslim, damit Allah Ta'ala meine Reue annimmt, ist was? Dass ich meine Sünde eingestehe, genauso wie es Adam alayhi salam getan hat. Und es bedauere und bereue, dass ich das getan habe. Das, was Allah Ta'ala Adam alayhi salam beigebracht hat, ist, eine Sünde einzugestehen und wirklich zu bereuen. Und deswegen sagen sie, wir haben uns selbst Unrecht getan. Wir sind uns dessen bewusst. Wir wissen nicht mehr weiter. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Und jemand, dem nicht bewusst ist, dass er eine Sünde getan hat, der wird auch niemals bereuen können. Du wirst nur dann bereuen können, wenn du dir darüber im Klaren bist, dass das, was du getan hast, ein Fehler war. Wenn das für dich kein Fehler war, dann wirst du es auch nicht bereuen können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn jemand glaubt, es ist doch ganz normal, was ich gemacht habe. Es ist doch nichts Schlimmes gewesen. Und sich keines Unrechtes bewusst ist, dann wird er niemals in seinem Herzen diese Reue verspüren. Niemals. Warum? Weil er denkt, dass das, was er getan hat, richtig war. Deswegen, es gibt Menschen, die machen Dinge und die stehen dazu. Die sagen ganz klar, ja, es ist richtig, was ich getan habe. Es ist nicht falsch, es ist richtig. Sie schlagen einen Menschen oder tun einem Menschen Unrecht und stehen dazu und freuen sich sogar darüber. Und sagen, ja, der hat das verdient.
Ja? Begehen eine Sünde, überschreiten die Grenzen Allahs, haben Sinner gemacht, haben andere große Sünden begangen und stehen dazu und sagen, ja, ich finde das überhaupt nicht schlimm, es ist völlig in Ordnung. Und deswegen, solch ein Mensch, der wird niemals bereuen können. Der wird niemals bereuen können, warum? Weil er sich nicht im Klaren darüber ist, dass er überhaupt einen Fehler gemacht hat. Und deswegen, der erste Schritt zur Reue eines Menschen ist welcher? Dass ich zunächst erst einmal mir eingestehe, ich habe einen Fehler gemacht. Das ist der erste Schritt. Und wenn der getan wurde, der erste Schritt, dann kommt alles andere auch direkt nach. Und zwar, das Erste, was ich brauche, ist dieses Empfinden der Reue in meinem Herzen. Und unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, was hat er gesagt über die Reue? Er sagte, At-taubatu an-nadam. Die Reue ist das Bedauern. Die Reue ist was? Das Bedauern. Ich muss bedauern, ich muss wirklich innerlich bedauern, dass ich da was falsch gemacht habe. Genauso wie Adam alaihi salam, subhanallah. Adam alaihi salam, er hat gemerkt, er hat einen großen Fehler gemacht. Einen sehr großen Fehler. Und deswegen, er wollte bereuen, aber er wusste nicht wie. Woraufhin Allah ta'ala ihm gezeigt hat, wie er das getan, wie er das tun kann. Welche Voraussetzungen gibt es denn noch, um Reue zu tun? Welche Voraussetzungen gibt es noch? Es gibt noch mindestens zwei weitere Voraussetzungen. Damit Allah ta'ala mir vergibt. Ja. Ich denke, es nicht mehr zu wiederholen. Versuche nicht, dass ich es nicht noch einmal wiederhole, richtig. Und zwar mir vornehme, es nicht noch einmal zu wiederholen. Und zwar entschlossen bin, es nicht noch einmal zu wiederholen. Das ist das Dritte eigentlich. Also kommt an dritter Stelle. Aber gut, ist ja jetzt egal. Die Reihenfolge ist nicht so wichtig. Ja, muss eigentlich alles mit einer, sozusagen miteinander einhergehen. Also ich muss wirklich, ja, mir fest vornehmen, dass ich diese Sünde nicht noch einmal tue. Nur dann vergibt mir Allah. Wenn ich einfach bereue und sage, ja Allah, aber ich mache gleich weiter, oder ich habe vor, dann gleich wieder weiterzumachen, dann wird Allah Ta'ala das nicht annehmen und nicht akzeptieren. Und dann Nummer drei. Ja, Nummer drei. Ja, auch was sehr Gutes, mashallah. Damit ich das ausgleichen kann, muss ich auch was Gutes tun. Ja, und deswegen Allah Ta'ala, er spricht immer wieder darüber. Und gerade nämlich dann, wenn, ja, das mit einem Recht eines anderen Menschen zu tun hat. Wenn ich einem anderen Menschen Unrecht getan habe, dann muss ich das wieder gut machen. Aslaha, wie es Allah Ta'ala in einigen Ayat sagt. Das wieder gut machen. Ja? Und dann gibt es noch eine vierte Sache. Dass ich Allah verzeihen bitte. Ja, okay, das gehört dann zu diesem Inneren, was dann auch mit der Zunge kommt. Und dass ich mit der Sünde wirklich aufhöre. Al-Iqla'. Das heißt, einmal aufhören mit der Sünde und mir vornehmen, es nicht nochmal zu tun. Aufhören und mir vornehmen, es nicht noch einmal zu tun. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat unserem Vater Adam alayhi salam gezeigt, wie man Reue tut. Ja, und dass wir im Grunde genommen erschaffen wurden, auf das Allah ta'ala uns vergibt. Deswegen, ja, wenn du einen Fehler gemacht hast, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, dann verzweifle nicht. Sondern sei dir sicher, du hast einen barmherzigen Herrn, der weiß um deine Schwächen. Der weiß, dass du ein Sohn Adams bist, der vergessen kann, der Fehler machen kann. Und der deinem Vater beigebracht hat, dass man, wenn man einen Fehler gemacht hat, auch wieder bereuen kann. Deswegen bereue. Kehre zu Allah zurück. Schiebe die Reue nicht auf, sondern mach sie sofort, genauso wie Adam alaihi salam. Er hat nicht gewartet. Adam alaihi salam hat nicht gesagt, ja gut, jetzt probiere ich nochmal von dem Baum. Sondern er hat wirklich bereut. Er hat direkt bereut. Er hat die Worte Allahs bekommen. فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّي كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Direkt. Er hat die Worte bekommen. Er hat sie aufgesagt. Und Allah Ta'ala, er hat sie angenommen. Und deswegen seid ihr sicher. Wenn du bereust, Allah wird dich sofort annehmen. Nicht erst später. Er wird dich sofort annehmen. Du darfst auch keinen Zweifel daran haben. Und das ist die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Ganz gleich, was du gemacht hast. Ganz gleich, wie schlimm die Sünde gewesen ist. Allah nimmt dich an. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Sprich, o meine Diener, die ihr gegen euch selbst Unrecht getan habt, verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Wahrlich, Allah, er vergibt alle Sünden. إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Er ist wahrlich der Vergebende, ja, der Barmherzige. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns all unsere Sünden vergeben. Amin ya Rabbil Alameen.
Adam alayhi salam, er hat also bereut. Was aber jetzt interessant ist, ist Folgendes. Und zwar, obwohl er bereut hat, kommt jetzt folgender Aufruf. Schaut mal, diese Reihenfolge der Verse. Also, und das ist immer wieder, nicht nur in Surat Taha, auch in Surat al-Baqarah, ich glaube auch Surat al-Araf, müssen wir gleich nochmal nachgucken, insha'Allah ta'ala, spricht Allah ta'ala genau in dieser Reihenfolge. Erst einmal, er isst von dem Baum, er macht einen Fehler, er bereut, Allah nimmt seine Reue an, und jetzt kommt Folgendes. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا. Er sagte, geht alle fort von ihm, von dem Garten, vom Paradiesgarten. Also ihr müsst den Paradiesgarten jetzt verlassen. Merkwürdig. Das ist merkwürdig. Man würde doch erwarten, wenn er bereut hat, dürfte er eigentlich bleiben, oder? Aber Allah lehrt uns etwas sehr Wichtiges. Und zwar, wenn du sündigst, dann haben deine Sünden immer Konsequenzen. Und genau das ist es, was wir auch letztes Mal besprochen hatten, als wir über die Frage der Erbsünde gesprochen haben. Gibt es diese Vorstellung einer Erbsünde im Islam? Nein. Aber haben Sünden Konsequenzen? Ja. Und wir hatten auch letztes Mal dieses Beispiel gebracht mit den Eltern, die Fehler machen. Es wirkt sich auf die Kinder aus. Das heißt, obwohl du den Fehler machst, sind andere davon auch betroffen. Und deswegen, wenn ein Diktator Unrecht tut oder ein Tyrann, dann wirkt sich das nicht nur auf ihn selbst aus, sondern auf alle Menschen. Also jede Sünde hat immer auch Folgen. Jede Sünde hat immer Folgen und Konsequenzen. Und Allah Ta'ala, er zeigt uns das auf. Obwohl Adam alayhi salam bereut hat, Allah hat seine Reue angenommen, aber die Konsequenz muss er trotzdem tragen. Und deswegen musste Adam alayhi salam trotz seiner Reue das Paradies verlassen. Und auch du als Mensch, trotz deiner Reue, musst du am Ende die Konsequenzen deiner Sünden tragen. Ob du willst oder nicht. Einige fragen mich immer wieder, ja, Sheikh, ich habe dies oder jenes getan und ich habe Menschen ihr Geld genommen. Ich habe sie betrogen. Und dann haben sie bereut. Reicht das aus, zu bereuen? Nein, reicht nicht aus. Du musst die Konsequenz deiner Sünde tragen. Was ist die Konsequenz dieser Sünde? Dass ich den Menschen ihr Recht wieder zurückgebe. Oder es zumindest versuche, so gut ich kann. Und darüber sind sich viele nicht im Klaren. Viele denken so, es ist so eine Kleinigkeit. Nein, du musst das wieder gut machen. Allah mag dir zwar vergeben, aber der Mensch, der wird dir nicht vergeben. Ganz ehrlich, wenn dich jemand abzieht oder dir dein Geld klaut, dich um dein Geld beraubt, du hast ihm, weiß ich nicht, 1000 Euro geliehen und er gibt dir das nicht zurück. Und dann irgendwann mal siehst du so, nach ein paar Jahren, hast du ihn nicht mehr gesehen, siehst du ihn auf der Umrah, ja, machst du so, ah, ja Allah, vergib mir meine Sünden. Du wirst dir sagen, möge Allah seine Umrah nicht annehmen. Ja, warum? Oder sagen, das ist mein Geld, mit dem er die Umrah macht. Und das ist eine Sache zwischen ihm und zwischen Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er bereut, aber ich möchte mein Geld haben, oder? Mein Recht möchte ich haben. Er kann ja gerne bereuen, es ist seine Sache. Aber ich vergebe ihm nicht. Und wir reden jetzt hier nur von Geld. Was ist, wenn es größere Geldsummen sind? Was ist, wenn er, weiß ich nicht, noch anderes Unrecht getan hat? Und deswegen ist es so wichtig, ja, dass wenn ich bereue, dass ich mir auch darüber im Klaren bin, dass all das, was ich tue, Konsequenzen haben wird. Entweder in der Dunya oder im Akhir. Und besser in der Dunya. Und ich sage euch, besser in der Dunya. Weil in der Dunya, wenn ich, sage ich mal, dann vielleicht ein paar Jahre nicht ausreichend Geld habe, weil ich den Menschen, denen ich Unrecht getan habe, ihr Geld zurückgeben muss, ja, ist das eine vorübergehende Sache. Aber im Akhir, wenn ich meine Währung komplett ausgegeben habe, nämlich in Form von Hasanat, dann habe ich nicht mehr die Möglichkeit, etwas nachzuholen. So wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Al-Tadruna min al-Muflis. Wisst ihr, wer der pleite gegangen ist? Wisst ihr das? Und dann Al-Muflis Fina, man da dirham und da die dar. Der Pleitegegangene von uns ist derjenige, der weder Gold noch Silbermünzen hat. Und sagt der Prophet Sofsen, der Pleitegegangene meiner Umme ist derjenige, der am jüngsten Tag mit dem Gebet kommt, mit dem Fasten kommt, mit der Hajj kommt, mit all den Dingen. Aber er hat jemanden beschimpft. Und jemand anderes hat er beklaut. Jemand drittes hat er Unrecht getan. Jemand viertes hat er geschlagen. Jemand fünftes hat er Blut vergossen. Und was wird dann geschehen? Der wird kommen und wird sein Recht einfordern und er muss seine Hasanat abgeben. Dann kommt der andere, dem er auch Geld gestohlen hat und er sagt, ich möchte jetzt mein Recht haben.
Und seid euch sicher, die Menschen werden am jüngsten Tag bestimmt nicht auf ihr Recht verzichten. Die machen es schon nicht in dieser Dunja, die meisten. Ja? Die ist dann erst am jüngsten Tag, wo du vielleicht selbst genau auf diese Hasana angewiesen bist. Wenn du am Verhungern bist und du weißt, es schuldet dir jemand Geld, glaub mir, du wirst dein Geld einfordern. Und wie ist es, wenn du das Höllenfeuer vor deinen Augen siehst? Und du weißt ganz genau, um was es geht. Ja? Und vielleicht fehlt dir noch genau 10 Hasanat, um sozusagen dann vom Höllenfeuer gerettet zu werden. Glaub mir, du wirst auf dein Recht nicht verzichten. Und dann wirst du gehen und sagen, guck mal, ich habe dir damals Geld geliehen, du hast es mir nicht zurückgegeben, obwohl ich dich darum mehrmals gebeten habe und dich dazu aufgefordert habe. Und er wird nehmen. Und der andere kommt, den er betrogen hat. Und der vierte, den er geschlagen hat. Allahu Akbar. Und wenn dann alle Hasanat weg sind, dann machst du Schulden. Indem du nämlich ihre Sayyiat nimmst und sie auf dich raufgepackt werden. Und der Prophet sagt dann, sallallahu alaihi wa sallam, thumma turiha fil nar. Und dann wird er ins Höllenfeuer geworfen. Meine lieben Geschwister, wallahi, ich meine auch gerade jetzt hier meine Brüder, diese Worte sind auch gerade an meine Brüder gerichtet, die hier in Neukölln leben, in Kreuzberg, weiß ich nicht was. Ich weiß, hier gibt es viele Gangster, weiß ich nicht was. Ja, Leute, die glauben, sie wären cool, wenn sie Gangster wären. Diese ganze Gangster-Rap, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt mit dieser Bushido-Serie auf Amazon. Ja, guck mal, wohin das führt alles. Wohin das alles führt. Wallahi, ich muss alles zurückzahlen. Diesen ganzen Leuten, denen ich Geld abgezogen habe. Auch wenn ich jetzt vielleicht bereut habe, ich werde das zurückzahlen müssen. Diese ganzen Leute, die ich erpresst habe, die ich geschlagen habe, die ich bei ihrer Mutter beschimpft habe, bei ihrem Vater beschimpft habe. Wallahi, ich werde das alles heimzahlen. Ob ich will oder nicht. Und dann deswegen lieber in der Dunya wieder gut machen als in Akhira. Und wenn du sagst, aber ich weiß nicht, wie ich das wieder gut machen soll, ich kenne die Leute gar nicht mehr, dann bereue aufrichtig, versuch für diese Leute zu spenden, in der Hoffnung, dass Allah Ta'ala es für dich annimmt. In der Hoffnung, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala das für dich annimmt. Und jetzt verlangt Allah Ta'ala von Adam alayhi salam und von Hawa und von Iblis, dass sie das Paradies verlassen sollen. Wir hatten gesagt, es gibt Meinungsverschiedenheiten darüber, welches Paradies es ist. Ist völlig egal. Sie mussten das Paradies verlassen. Wo landeten sie jetzt? Wo ging die Reise auf der Erde hin? Hier gibt es jetzt einige Überlieferungen, die nicht authentisch auf den Propheten sallallahu alaihi wa sallam zurückzuführen sind. Jedoch authentisch auf einige der Gefährten unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Jedoch müssen wir davon ausgehen, dass diese Überlieferungen allesamt sogenannte Israeliyat sind. Was sind Israeliyat? Kennt jemand das Wort Israeliyat? Das ist ein wichtiger Begriff in der islamischen Theologie. Was sind Israeliyat? Ich glaube, das ist vom Alten Testament sozusagen herausgezogen. Sehr gut. Das sind Überlieferungen aus dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Also Überlieferungen von den Leuten der Schrift, die damals mündlich in Umlauf gewesen sind. Und ich meine, wir müssen das so sehen, dass die Sahaba radwanullahi alaihim natürlich auch mit Juden und mit Christen zu tun hatten. Und es auch einige unter den Sahabe gab, die selbst vorher Juden und Christen gewesen sind. Und dementsprechend auch diese Überlieferung kannten und sie weiter tradiert hatten. Und wir müssen an dieser Stelle auch wissen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das nicht verboten hatte. Sondern lediglich uns einen Maßstab an die Hand gegeben hat diesbezüglich. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Hadithu an Bani Israel wa la haraj. Berichtet von den Leuten der Schrift und darin liegt keine Sünde. Es ist kein Problem. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Wa man kathaba alaiya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Und wer über mich vorsätzlich eine Sünde ersinnt, der soll seinen Platz im Höllenfeuer einnehmen. Er hat ihn schon eingenommen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat auch in einigen Überlieferungen gesagt, glaubt ihn nicht, aber verleugnet sie auch nicht. Also mit anderen Worten. Ja? Das sind Überlieferungen, ja? Die können wir sozusagen durchaus hören. Wir müssen ihn weder glauben, noch müssen wir sie ablehnen. Und jetzt haben die Gelehrten gesagt, wie gehen wir mit solchen Überlieferungen um? Wenn es Überlieferungen sind, welche das bestätigen, was wir im Koran haben, dann können wir ganz klar sagen, das sind Überlieferungen, die in Einklang stehen mit unserer Tradition. Und wir nehmen sie an. Wenn es Überlieferungen sind, welche unserer Tradition ganz klar widersprechen,
wie teilweise Geschichten vom Propheten, wie Dawud alayhi salam, wir werden das noch sehen, dass er beispielsweise mit Gott gerungen hat, ja, dann ist klar, dass wir das dann ablehnen müssen. Ja, eindeutig. Wenn es jetzt aber Geschichten sind und Überlieferungen, welche weder dem widersprechen, noch eine Sache bestätigen, sondern lediglich zusätzliche Informationen sind, die weder im Widerspruch stehen und im Gegensatz zu unserer Tradition, noch wir in unseren Quellen dafür eine Bestätigung haben. Was machen wir dann damit? Dann können wir das einfach erstmal uns anhören, aber wir bestätigen das nicht, aber wir lehnen es auch nicht ab. Was gibt es jetzt für Überlieferungen diesbezüglich? Wo ist Adam alayhi salam gelandet, als er auf die Erde kam? Gibt es jetzt verschiedene Überlieferungen? Einige haben gesagt, Adam alayhi salam ist in Indien gelandet. In Indien. Und Hawa in Jeddah, also im heutigen Saudi-Arabischen Jeddah. Andere haben gesagt, beide sind in Indien gelandet. Dann wiederum gibt es welche, die gesagt haben, sie sind an einem Ort gelandet mit dem Namen Duhna zwischen Mekka und At-Ta'if. Es gibt auch wieder Überlieferungen, die sagen, Adam alayhi salam soll auf dem Safa gelandet sein oder auf dem Marwa, ich bin mir nicht ganz sicher, und Hawa alayhi salam ist auf dem anderen Hügel in Mekka gelandet. Wir müssen ganz klar sagen, Allahu a'lam, wir wissen es einfach nicht. Und es ist auch eigentlich nicht wirklich wichtig für uns, dieses Wissen, wo nun Adam alayhi salam konkret gelandet ist. Ob er nun in Indien gelandet ist, manche sagen auch in Bangladesch, ja. Allahu a'lam, ja. Das ist keine wirklich wichtige Information für uns. Ja, ist interessant, vielleicht das mal gehört zu haben, aber wir werden dadurch nicht schlauer, ja, und das bringt uns auch nicht wirklich in unserer Religion weiter. Gut. Adam alayhi salam und Hawa sollen sich dann, das ist auch nicht wirklich gesichert, getroffen haben auf dem Jabal al-Rahma, auf dem Berg der Barmherzigkeit. Wo befindet sich Jabal al-Rahma? Wo befindet sich Jabal al-Rahma? In Arafa. Arafa ist in Mekka oder bei Mekka. Ja? Und das ist ja der Berg, wo die Pilger am Tag von Arafat stehen. Das ist, was wir immer wieder im Fernsehen sehen. Und einige Überlieferungen besagen, dass Arafa heißt, weil Adam und Hawa sich dort wieder getroffen haben. Von Arafa. Also von Kennenlernen. Dass Adam und Hawa sich dort wieder getroffen haben. Allahu a'lam. Muss man ganz klar sagen, Allahu a'lam. Ja? Es ist in Wirklichkeit auch nicht wirklich wichtig, wie wir gerade gesagt haben. Kommen wir jetzt, insha'Allah ta'ala, noch auf eine Sache zu sprechen. Und zwar, jetzt sind Adam und Hawa auf der Erde. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er berichtet uns jetzt etwas. Und zwar berichtet er uns davon, dass das erste Haus, welches für die Menschen als Kultstätte errichtet wurde, welches ist? Jenes bei Bekka. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Das erste Haus, welches für die Menschen errichtet wurde oder festgelegt wurde, wudi'a, von etwas sozusagen hinlegen, hinstellen, ja, ist jenes bei Bekka. Und Bekka ist ein anderer Name für Mekka. Gesegnet ist es oder voller Segen und als Rechtleitung für die Menschen. Und dementsprechend die erste Kultstätte, welche für die Menschheit errichtet wurde, und einige Gelehrte gehen auch davon aus, dass schon Adam und Hawa dorthin gepilgert sind, ist dann der Ort in Mekka. Ja, die Kaaba an sich war noch nicht errichtet gewesen, so wie wir sie heute kennen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er hatte diesen Ort für beide festgelegt gehabt. Bis hierhin. Und insha'Allah ta'ala werden wir dann in der kommenden Woche uns mit der Nachkommenschaft von Adam alayhi salam beschäftigen. Und zwar mit der Geschichte von Qabil und Habil, Kain und Abel, und was ihnen widerfahren ist und was ihnen geschehen ist, um somit dann auch überzugehen auf die nachfolgenden Generationen und somit auch die nachfolgenden Propheten, die Allah subhanahu wa ta'ala zur Menschheit gesandt hat.